Moin, mein Name ist Benja Kobi, ich bin responsabel bei der UKS-Bell. Wir haben zwei Jugendhäuser, das ist ein Jugendhaus. Die Jugendhäuser sind sicher nicht anders, dass wir eine Idee machen, das heißt, wenn jemand eine Idee hat, für ein Projekt, für ein CD abzuholen, für ein Bild zu malen, für etwas zu kochen, für ein Kanapé zu chillen, dann ist bei uns genau der richtige Platz. Ich komme gerne hierhin, weil erstens, da sind dann, weil ich nichts zu machen habe und den Kollegen nie abhaus können, wie immer. Weil als ich hier dann halt Edukatrissen, Edukatorin, also ein Kollegen, die dann für ihn hier sind, dann kann noch vieles machen. Ich kann noch neue Aktivitäten machen, ob einen Ausflug gehen, kochen, Hausaufgaben machen und heim mit der Freund spielen. Ich meine, das ist natürlich der perfekte Platz, für neue Kollegen kennenzulernen, für Sachen zu machen, wenn du gerne rausgehst oder gerne Aktivitäten machst, sportlich Spaß oder auch einfach nur willst, Sachen lernen, kochen oder so. Das ist halt wirklich ein guter Platz. Wie gesagt, wir haben ein wirklich gut equipiertes Studio. In anderem produzieren wir hier die Yuki TV. Kann ich aber auch natürlich selber ein bisschen Musik produzieren, das experimentieren. Neben dem Studio haben wir eben noch eine App geschafft, die Closer heißt. Das heißt, die App hat eben einfach den Fokus am Dorf und an der Gemeinde Kiel und auch an anderen Gemeinden, die wir machen, die Leute zu vernetzen. Ich fand, ein bisschen von der Schule vorzukommen, hier ist ja ein bisschen so die nonformale Bildung, aber ein bisschen so wie frei. Du kannst wählen, was du willst machen, du kannst aber auch noch dich an Aktivitäten ausschließen. Wir probieren die Jugendlichen auch so viel wie möglich rauszukriegen. Und wir gehen oft mit ihnen in das Kino oder wir gehen Boulder klammern, auch eine Tour einfach trippeln. Wir gehen auch Bowling spielen, ganze Kopfaktivitäten. Und die Jugendlichen selber können auch zu allen Momenten bei uns kommen und uns eine Idee suchen, die wir dann zusammen mit ihnen umsetzen können. Wir kriegen hier auch einen flotten Skatepark, einen Grillplatz rund um das Gebäude. Wir wollen wirklich probieren, die Jugend zu aktivieren, auch da draußen Sachen zu machen. Wir müssen das Leben da draußen mehr füllen mit Jugend. Die Freude ist immer gekocht und du hilfst durch Schülerinnen, wenn die Eltern nicht daheim sind, viel zu kochen, kannst du reinkommen und du bist versichert, dass du das Essen machst. Wir werden in einer Zeit schon heuer oder mehr oft heuer können, da merkt ihr noch, dass das einen Impact auf das Leben. Mich persönlich erfüllt es mega, dass die Jugendlichen immer bei mir kommen und offen mit mir über alles schwätzen können, sich mir vertrauen und mir auch ein Kerl über alles an euch schwätzen können. Und ich bin froh, dass sie sich heute wie du heim spüren.